Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Appstorfer Heide im LS19 zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, wir sind wieder zurück. Sehen. So kann ich nur 10 km/h fahren. Ich weiß es nicht, aber ich vielleicht auch einen kleinen Gang drin habe. Maybe. Ja, also wenn ihr jetzt gerade fragt, was da weggegangen ist, Philipp hat eine Palettengabel gekauft, oder? Jo. Ja. So, drehen wir hier einmal. Also ich höre dann schon ein bisschen her, ne? Ist ja auch eine Maschine. Kein Spielzeug, was? Das nein, ich hab keine Mann beleidigt. War bloß ein Späch. Ich war bloß ein Spar. Späfchen. Ja. Also hoch brauche ich den Gang gar nicht schalten. Können eh nicht schneller sie 11 km/h fahren. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr langweilig. Nur mal schon so sagen. Ich bin halt echt jetzt eine Weile da dran am Ansehen hier, ne? Du wolltest bloß die 3 Meter kaufen. Ja, wir hatten kein Geld, Jung. Also bei mir stehen ja 100.000 noch auf dem Konto. Ja, aber wir brauchen ja irgendwann mal einen Drescher. Und auch so andere Sachen wie die Palettengabel, die 100.000 kosten. Wahrscheinlich. Ja, die ist aus Gold und Diamanten. Beziehungsweise vergoldet. Ich sehe schon kaum der Flug auf die irgendwann vergoldete Zähne. Oh. Nee, danke, Alter. Ich würde. Also vom Ding her, ich würde es nicht machen, um zeigen zu, boah, ich bin reich, sondern ich denke mir dann nur jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße laufen würde und einen mit mit Zähnen sehen würde, die komplett aus Gold sind, mit einem kompletten Goldgebiss. Boah, ich würde mich da, wenn ich das selber hätte, so schämen. Echt? Ja, Alter, weil, also, das sieht doch Leute, aus. Es gibt Leute, die haben Diamanten in seinem Mund. Echt jetzt? Also Gold, ja, okay, aber Diamanten? Das ist mir was komplett Neues. Also ich habe momentan noch keine Goldzähne, es sind alles noch die ersten da drin, ja. Ne, es sind schon die zweiten. Stimmt. Ha! Scheiße. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber ich muss hier oben nochmal eine Bahn längs ziehen, weil das ist... Im Altenheim würde ich durch Streiten fliegen, die dritten was. Oh, ich hab's jetzt gerade gecheckt. ganz mies. Ganz mies. Heikles Thema. Ja. Aber ganz heikles. Bin mal gespannt, ob's die Leute gecheckt haben. Ja, doch, glaube ich schon. Ich glaube, der hat nicht so lange gedauert, braucht wie du. Ja. Das kann möglich sein, ja. Ich geb's zu. Nee, da geht's noch nicht rein. Da geht's rein. Guck mal, die Palette gleich da hinten im Eck. Wenn ich rankomme. Mm-hmm. Da gehst du bei Ark runter. Wo kriegst du eigentlich? Ich bin gerade vorhin schon an dir vorbeigefahren. Ich hab's nicht gehört, tatsächlich. Erstmal Allrad und. Uff! Oh, geht's da runter, Heidi. Aber was für Palette. Achso, du hast den Dünger-Strickstich Kalkstreu entladen, oder? Düngerstreu habe ich das letzte Mal entladen. Achso, und die räumst du jetzt weg. Ach, die waren ja irgendwo in der Hauswand, oder? Ne? Weiß ich da noch so irgendwie. Nee, doch nicht. Ich komme hier nicht mehr hoch, oh, Alter. Allrad, dann geht's. Allrad ist drin. Achso. Sperren auch. Beziehungsweise, wo haben wir da so einen steilen Hang oder was? Ja! Ach so, da hinten bei da, wo wir die Ballen reingepackt haben. Jo. Ich hab die Ballen. Yay! Sicher. Ich hab sie aufgespießt. Die arme Palette. So. Ja, komm, da fahren wir noch ein paar Mal hoch. Damit wir da vorne ein schönes Vorgewende haben.
wo wir dann fahren können. Beziehungsweise umdrehen. Ich weiß nicht, beim Sane macht mir zuerst eigentlich das Vorgewende, oder? Nee. Doch. Das ist schon mal genau. Beim Flügen oder so natürlich nicht, weil da wird schon das, was geflügt hast, wieder zusammenfahren. Das würde da gar nicht ganz so viel Sinn machen. Oh. Bin vielleicht ein bisschen beim Nachbar reingefahren. Das Feld hier oben wäre halt auch prima zum Zusammenlegen, ne? Wir brauchen einen Kabelstapler. Ein Telelader, Stück Sack. Kabelstapler ist hier aber für sowas besser. Ja. Also da war viel, viel wendiger. Da gibt es jetzt so tolle Mods, die wir so ultra hochheben können. Ich glaube so viel, also ich habe zwar welche gesehen auf Modhub teilweise, aber so viele, glaube ich, gibt es gar nicht. Gibt zwei, gibt drei. Tolle, also es gibt einen oder zwei oder so. Ja. Im Prinzip die reichen ja auch so. Ja, Saft braucht schon keine Kabelstapler. Nee. Melle. So, weil die Sämaschine oder sowas kann das sowieso nicht hängen, also. Und man ist jetzt auch nicht die ganze Zeit so viel mit Paletten rumhantieren beschäftigt. So, GPS. Und dann geht's wieder. Es wird wieder Zeit, dass wir einen zweiten Düngerstreuer kaufen, nur für Dünger. Ja, gut. Könnten wir machen, ja. So wie auf der Rade. Ja, aber da haben wir auch relativ zum Schluss erst gekauft, oder? Mütig, würde ich sogar sagen. Ich weiß es gar nicht. Haben kurz darauf, was Sebi gekommen ist, weil er unbedingt einen eigenen Kalkstreu wollte. Ach genau, stimmt, da haben wir ihm dann diesen Einachser gekauft und Branden, den Zweiachser Kalk. Für Kalk. Ja genau, für Kalk, für Dünger war es da glaube ich nur ein Einachser, oder? Für Dünger war es der Einachser, den wir schon gehabt haben. Genau. Hab aufgeräumt. Perfekt. Sah zwar nicht schön aus, aber funktionieren muss es. Ja. Ich weiß gar nicht, was kannst du dann machen. Keine Ahnung. Ich bin jetzt hier am Säen und es wird noch ein bisschen dauern. Gott, schon die zweite Sämaschine schnappen. Ich wüsste tatsächlich jetzt. Also entweder du könntest jetzt mal die Sämaschine schnappen oder Missionen oder was machen, wenn du willst. Aber das andere gibt es glaube ich tatsächlich gar nichts zu tun momentan. Bei Wiesen haben wir alle abge... Ja, wobei doch, Wiesen düngen glaube ich. Gerade habe ich den Dünger aufgeräumt, willst du mich einkommen verarschen? Ja gut, ne? Schwierig. Ich weiß gar nicht, ob wir die düngen können. Ich weiß es auch nicht. Oder was du auch machen kannst, mit Deutz und Ding losfahren. Und die Wiesen machen. Diesen Messgerät. Hab ich doch schon. Warst du bei den Wiesen schalten? Bei der 80 auch? Ja. Ja. Echt? Ja. Oh, dann habe ich ja. Folge. Oh. Dann hab ich schon ein bisschen was verpasst. Eieiei. Ei, ei. Ich räum da mal ein bisschen auf hier, so. Zack. Ich komme da immer perfekt hin, dass die Sämaschine relativ gerade dran steht. Oh, was haben wir bisher an der Stelle hingehockt hier? Können wir mal ein Schlückchen nehmen?
Oh, der Steier sieht schon wieder aus. Hey, hey, hey. So, rein in die nächste. Ich könnte die Wohnung ja auch mal ein bisschen vorgewendet sehen, ne? Dass ich nicht immer hier in die Wiese reinfahren muss. Im Prinzip, sie gehört uns nicht. Man richtet zwar für uns keinen Schaden an, aber trotzdem. Wenn es nicht unbedingt sein muss, macht man es ja eigentlich auch nicht. Dann haben wir schon die Möglichkeit, hier mal ein bisschen vorgewendet zu ziehen. Ja, gegen habe ich nur rechtzeitig halten können. So würde ich sagen, und dann kann man hier oben schön drehen. Ja, dann muss ich nochmal rückwärts hochschieben, weil diesem Ding zu schräg dran werden. Sei zum Schluss nicht gut geendet. Naja, aber jetzt fahren wir mal mit 14 km/h links hier. Oha, pH-Wert gut, Stickstoff schlecht. Stickstoff war Dünger, oder? Boah, hier ist der Stickstoff wieder perfekt. Kommt das, weil ich angesagt habe? 100 von 180. Also pH ist ja Dingens. pH... Oh, wollte gerade die Tür aufmachen. pH ist... Warte, ich muss jetzt Sitz aufklappen. Oh scheiße, das war die Tür. Sitz aufklappen. So, jetzt halt. pH ist, Kalk. Ja. Das aus, ich hab Mech gekauft, die 4,5 Meter Ding. Hm? Wie viel kostet, also mal ganz ehrlich, wie viel Preisunterschied ist es denn eigentlich zwischen der und der Nummer Größe? Ich weiß es nicht. Hab ich noch nie nachgeguckt. Kannst du gerne machen, wenn du gerade neben mir da sitzt. 45. Die nicht größere wäre sogar die 6 Meter von Federstedt mal wieder. Für. Ey, nee, aber ich würde mich da tatsächlich schon ein bisschen nach Mod umgucken. Nicht wieder eine ja, Standard aber nehmen. So, jetzt aber. Ja, okay. 4,5 Meter wären auch okay gewesen. Das wäre nicht allzu viel Unterschied will. Und wir können uns immer gerne nach einer umgucken. Oder wenn ihr eine schöne habt, dann gerne eine empfehlen. Machen wir natürlich auch gerne. Hm. Bestimmt Magier oder? Wieso? Bei mir ist deine Hand auf dem Knüppel. Der bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Dein Handel ist da flach drauf, so minimal gekrümmt. Und der bewegt sich die ganze Zeit hin und her. Was, der Hebel? Und, ja, der Hebel. Bei mir ist Gaspedal. Bei mir ist der Hebel. Ich stell da mal kurz was um. So, jetzt hat? Nee, da war noch, ist egal. Und das Lenkrad, der flutscht einfach so durch die Hand durch. Ah, der Außenansicht? Deine Außenansicht weiß ich nicht, ob du da lenkst. Stimmt, den Außenansicht lenke ich auch nicht. Da lenkt sich, dreht sich einfach was das Lenkrad. Ja, echt Magier, ne? Oh, nee. Ich mehr gucken kann es aber nicht, haben, ne? Hm? Was kann ich jetzt noch machen? Ja, ja. Kannst du da Missionen umgucken?
Wie schon gesagt, was anderes weiß ich jetzt gerade nicht. Düngen! Ballen pressen. 4.000, 71. Wo sind die? Ich finde die 71 nicht. Ah, da, die ist ja voll klein. Ach ne, jetzt habe ich das Menü geändert. Ja, okay. So. Keine Ahnung. Also wäre jetzt außer, wir warten dann immer noch auf die nächste Folge ab und kaufen dann eine neue, noch eine zweite Sämaschine. Düngen 21 für 30. Also 21.000 für 30. Seit wann kann ich in Kommastellen fahren? Oha. Ich fahre gerade 11,2 km/h. Wait. Das geht aber auch bloß beim Steuer. Ja, aber das habe ich nur, wenn ich Dingens anhatte. Ich habe gerade Tempomat an. So weg. Ich habe gerade Tempomat gehabt. Und da war ich plötzlich in den Kommastellen. Ich weiß nicht wieso. Kann ich mir jetzt nicht erklären. Also, es liegt wahrscheinlich hinter dem Steuer. Okay. Warten wir mal nochmal. Sind drinnen. Sämaschine runterlassen. Und Dings an. Das ist halt echt. Aber das ist doch nicht. Das ist doch nicht normal. Aber was ist das? Ist nur wenn du. Wenn die Tempomat reinmacht, dann geht der KMH den Kommastellen, aber sonst nicht. Okay. Also wäre mir jetzt noch nirgendwo anders aufgefallen, bis wir hier auf dem Steuer waren, durch. Über Deutsch ist es doch nicht so. Kann jetzt nicht sagen, an was es liegt. Aber war das vorher schon? Ja, das war bei mir auch schon. Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. So, zack, wieder runterlassen. Muss mal im Menü gucken, wie sieht das Ding jetzt aus? Ja, geht voran. Naja, Hälfte würde ich sagen, haben wir noch nie, aber. Also von dem Teil haben wir ungefähr die Hälfte, wenn man das da oben mitrechnet. Und die hinten haben wir auch noch ein bisschen was, ja. Aber ja, wie gesagt, habt uns gerne einen guten Vorschlag für die Sämaschine in die Kommentare. Und dann schauen wir uns das an. Ob die was wäre, ansonsten zoomen wir uns selber nicht aus. So. Ach, Bein schnell umdrehen, runterlassen. Ja, ging noch. Wo es gedacht wäre, ein bisschen zu spät gewesen, aber geht alles noch. Ich weiß tatsächlich gar nicht, müssen wir jetzt nach dem Ansehen jetzt nochmal düngen? Ich weiß es halt nicht. Das müssen wir dann uns noch angucken. Normal schon, weil der Stickstoffwert relativ niedrig ist. Teilweise ist einfach bei schlecht. Ja, dann müssen wir anscheinend dann nochmal drüber düngen. Ich fahre dann mal zu 23 runter. Ich selber kann mal nachgucken, wo die denn ist. Ja, da wird es ja nicht sein. Hier drüben. Ja. 45. 3, 25. Die Felderaufteilung Jung ist auch. Groß. Ich gehe nochmal auftanken. Bin bloß halb voll. Ich sehe, ob die. Ich habe jetzt auch Schnelligkeit, aber die jetzt echt nicht gesehen gerade. 25 war es, oder? Was ist 25? 25 bist du beim Düngen. Ne, 23. 23. Gucken wir nochmal nach. 25, 23. Das ist relativ weit unten mittig bei der Pferdeding. Ach da, Ja. Der ist ja fast die halbe Map. Ja, okay, übertrieben. Also da bist du ein bisschen bei, ne? Was sind da drauf? Zuckerrüben, ne? Ja. Ne, Kartoffeln glaube ich. Oder nee, Zuckerrüben sind drauf. Let's go, Zuckerrüben Mission. Ich fahr da mal Dünge hin, ne? Mhm. Die
muss aber vorher nochmal auftanken, ich bin nur noch halb voll. Aber die Frage ist, muss ich denn nochmal messen? Nee, das ist eine Mission. Am Schluss kann ich da nicht ausfahren, weil ich da nicht messen kann. Also ich glaube nicht, dass du da dann messen musst. Weil also im Prinzip ist es... das kommt von Science, also soweit müssen die schon mitgedacht haben. Irgendwie entweder du musst messen, aber normalerweise denke ich jetzt mal, schätzungsweise würde ich mal sagen, nee. Das wurde schon von dem Landwirt gemacht, der die Mission stellt. Oder den Lohnauftrag, sagen wir so. Normal müsste es das sein, gell? Also, glaube ich schon, ansonsten müsst ihr beistehen und der Kontrolleur nochmal währenddessen mein Feld nach, wie die Bodenproben nehmen. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht. Einmal teilweise ein bisschen unvorbereitet in die Sachen reingehen und einmal dann herausfinden, wie man teilweise manche Sachen macht. Wir könnten natürlich auch alles nachlesen, aber wäre ja langweilig. Ja. Weil dafür muss man sagen, erstens, ich habe die Zeit. Dann bist du faul. Irgendwo, oh ja. Mein Gott. War da was? Nee, ne? War das? Bist du da, oder? Nö. Wo bist du? Der Ding hat um 18 Uhr zu. Willst du mich verarschen? Als ob der zumacht. Warte, ich mach die F11 an. Oh, ich wäre nicht Philipp, wenn ich... Ich hätte eine gute Idee für dich. Entweder du machst... Ich fahr und fahr mit dem Ding hin. Genau, das wollte ich gerade sagen. Entweder du suchst den Schlupfloch oder du magst das. Das impliziert sich eigentlich einfach den Schlauch, den wir schon machen kannst, wenn er schon drin steht. Würde ich das eh auch so machen. Aber also. Der ist halt gut drin. Ja, da gibt es halt aber irgendwo schnell hin. Irgendwo ins Gras rein, das sieht dann keiner. Geht wieder. Ist nicht dein Gewände. Also. Nein, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Oh nö. Kann ich da wieder reinkippen? Ja, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Kann ich verkaufen? Das lohnt sich halt. Also keine Ahnung. Nee, warte, ich hab die Idee. Fahr hin zur Dünger und drück R, dann wird's automatisch weggepackt, normalerweise, glaube ich. Hoffe ich mal, das wäre jetzt nur meine Idee, ansonsten, ja. Nee, ich kann bloß Saatgut auswählen zum Teufel. Echt? Oh, schade. Ist irgendwo ein Loch, wo ich durchfahren kann. In SnowRunner wäre es kein... Denn ist offen. Wow, als ob der jetzt offen ist. Du bist einfach offen. Ja, moin. Ja, gut, ne? Ich weiß halt nicht, ob die Webberstelle mitgedacht haben und da jetzt die Wand, die barre Wand hingemacht haben, aber da hinten ist einfach offen. Da hört jetzt einer einfach so flipp auf. Ja, ne, da ist noch keine Collie, glaube ich. Weil Ende der Map ist normalerweise erst hier und du kannst spürst. Nee, ich bin drin! Als ob da kein Sound ist! Wow! Nice, Alter! Oh, wait, now the ball. Ich bin doch nicht drin. Doch, ne, oder? Nee! Wo bist du denn dann drin? Da hinten hat einfach der Zaun aufgehört. Dann der Zaun steht direkt. An der Halle,
Und da steht da vorne noch ein Container, da wo ich durchfahren hätte können. Auf der anderen Seite beginnt der andere Zaun wieder. Boah, das muss ich mir auch mal doch gucken. Kein Loch. Ach lol, der geht. Warte mal, hier durch die Halle. Ne, genau nicht. Ne, hier ist alles zu. Die haben doch mitgedacht, schade. Hm. Mach ich jetzt. Warte. Hier, kann ich das vielleicht irgendwie entladen? Ne, geht nicht. R. Ah, schade. Ups. Kann ich die Schaufel abkuppeln? Ja, das geht. Wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Warte, ich hau das einfach mal da in die Verkaufsstelle rein. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber. Nee, wird nix. Komm da rum. Ja, geht. Scheiß einfach mal, ob ich das einfach da reinhauen kann. Wo rein? Ah, nee, schade, geht nicht. Hab ich auch schon probiert. Nee, geht auch nicht. Schade. Ja. Warte mal, kann ich Baushop? Hm? Häng ich jetzt am Schild? Nee. Ach, vorne an der Laterne, oder? Jo. Ja. Oh, ich glaube, ich habe mich. Fisch. Nee, geht. Was machst du da? Was ist? Wo ist denn dein Schild? Was ist? Ich weiß halt nicht, was los ist, ne? Ich glaube, die Zuschauer haben schon kapiert, weil ich gefragt habe, oh, kann ich Baushop? Ob du was kannst? Baushop. Baushop. Bin drin. Ach so! Was auch immer jetzt geht. Aber wie schnell wieder rauskommen? Wie ganz der Gegner dann Allrad der Sperren alles drin. Also mit diesem wunderschönen Bild, liebe Leute, verabschieden wir uns für die heutige Folge. Das sind wir heute auch schon wieder fertig. Kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Das kannst du nicht mehr anschauen. Ein Räubchen wäre jetzt Räubchen, du kannst doch auch keinen Sinn. Und den roten Knopf grau färben. Falls er nicht getan, Glocke aktivieren, damit du nichts verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store bei zusammen mit Philipp und Melissa und bis dahin macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.